Bienvenidos a Paraguay. Heute sind wir hier auf der Kartbahn in der Nähe des Flughafens von Asunción. Paraguay. Pioniere. Bienvenidos a Paraguay. Ich stehe hier bei der Kartbahn in der Nähe vom Flughafen von Asunción. Die Kinder haben Osterferien und dann haben wir gesagt, nehmen wir uns mal die Zeit dafür. Die macht erst abends auf fürs Publikum. Tagsüber hat die Stundenpläne für die Vereine, die dort üben, mit den verschiedenen Altersklassen. Ja, und jetzt probieren wir uns hier mal Kart zu fahren. Es ist schon ein bisschen windig und dadurch, dass wir zufälligerweise hier in der Gegend auch gerade Klamotten kaufen waren, habe ich hier jetzt so ein Poncho um. Das ist ganz praktisch, dass wir den jetzt dabei haben. Es wird doch langsam schattiger in Paraguay und ja, dann hat man morgens und abends dann doch nochmal das Bedürfnis, über das T-Shirt was drüber zu ziehen, aber den Rest des Tages möchte man auch nichts anderes anhaben als ein T-Shirt. Hier darf Chris sich gerade eine Farbe für seine Mütze aussuchen, die dann unter den Helm kommt. Es gibt dann so einen schönen Verhüterli hier auf dem Kopf. Natürlich, damit man jetzt nicht so im Kontakt mit dem Helm kommt, macht man es so rüber. Kann ich ja später, falls wir es mal brauchen sollten, noch als Tapabocca benutzen, als Mundschutz. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Dazu gab es dann solche wunderbaren Handschuhe, damit man auch das Lenkrad gut festhalten kann. Hat auch gut funktioniert. Jetzt haben wir ein schönes Souvenir und ein paar Gartenhandschuhe mehr. Helme in verschiedenen Größen werden hier im Regal zur Verfügung gestellt. Und an dem Regal gibt es eine Markierung bei etwa 1,50 Meter. Das ist dann die Mindestgröße für die Teilnehmer. Das Alter ist dabei nicht so wichtig. Chris hat sich hier als neonfarbenes Spermium verkleidet. Farblich ist das ja alles bei ihm aus einem Guss, oder muss man da sagen Erguss. Mit Helm sieht es auf jeden Fall deutlich seriöser aus. Es gibt hier sogar eine Zuschauertribüne, die Armlehnen sind aus gebrauchten Reifen. Und da ist auch die Werbung vom Polsi mit drauf. Ein Restaurant in Asunción kann man sehr gut essen gehen. Und dadurch, dass der Inhaber auch hier gerne Rennsport macht, hat er wohl auch seine Werbung anbringen dürfen. So sieht dann ein Kart aus mit Rot und Grün als Gaspedal und Bremse. Das ist die Sitzschale, wo ich gerade eben so reinpasste, und die Distanz von Sitzschale bis zu den Füßen fand ich herausfordernd. Ich denke, Chris hat noch etwas längere Beine gehabt, der fand das wahrscheinlich noch ein bisschen herausfordernder, aber das geht gerade eben so. Hier in Orange, Chris in der Pool-Position und los geht's! Der Fahnenmann kann die grüne Fahne jetzt wieder einstecken und die rote Fahne haben sie dann immer bei sich, damit, wenn irgendwo auf der Rennstrecke was passiert, dann auch schnell signalisiert werden kann, dass alle runterbremsen müssen und langsam wieder zur Start- und Zielposition kommen. Da bin ich in letzter Position gestartet und das hat sich auch während des Rennens nicht geändert. Deshalb habe ich auch die bewusst gewählt. Hier knattern die Karts über die Rennstrecke. Da weiter hinten hört man sie nicht so viel, weiter vorne schon. Also mit lärmempfindlich darf man nicht sein auf einer Kartbahn oder auch als Zuschauer. Dieses Video übrigens haben wir schon vor einem Jahr gedreht und irgendwie war ich bisher immer nie dazu gekommen, die ganzen Aufnahmen irgendwie zu sortieren und in eine Reihenfolge zu bringen. Und jetzt, wo es ein Jahr alt ist, war es jetzt wirklich mal Zeit. Vor einem Jahr war es ein Tick kühler kurz vor Ostern. Im Moment ist es gerade noch ein bisschen wärmer. Aber so grundsätzlich ist jetzt so die Zeit, wo es ein bisschen kühler wird in Paraguay. Hier kommt die rote Fahne, dass die Runde beendet ist und alle müssen wieder dort stoppen. Man sieht, der orange Chris ist jetzt nur noch auf Platz 2. Er hatte ja in der Pool Position gestartet. Nur Zweiter, das ist die Silbermedaille. Demnach wäre dieser Pokal links derjenige für Chris. Die stehen hier nur zur Deko,
Wir waren noch gar nicht vorbereitet auf so eine richtige Siegerehrung, irgendwie mit Shampoos oder vielleicht würde man in Paraguay Cidre dafür nehmen. Ich weiß auch nicht, ob die das da so kennen, dass man dann da alles mit eindreckert und darin duscht. Das haben wir uns erspart. So, mein Tüt hier oben musste ich aufgeben, weil das klappt nicht mit Helm. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich bin zum ersten Mal Kart gefahren. Man sitzt doch ziemlich nah an der Straße und ja, als großer Mensch passte ich gerade so rein. Auch so von den breiten Dimensionen her. Also mehr futtern darf ich nicht mehr. Und ja, ist irgendwie spannend. Ich meine, ich bin langsam gefahren, das wissen meine Kinder. Und dementsprechend haben die sich super gefreut, dass Mama mitfährt, weil ihnen dann klar war, dass sie nicht Letzter sein würden. Einem Teil von unserer Truppe hat es so gut gefallen, dass sie jetzt sogar eine halbe bis dreiviertel Stunde warten, bis wir wieder drankommen können. Hier wird halt immer auf der Liste aufgeschrieben, der Reihenfolge nach, welche Gruppe gekommen ist. Und es wird nur gruppenweise gefahren. Das heißt, man fährt dann nicht mit Fremden, sondern wenn man jetzt irgendwie mit 4 oder 10 Leuten kommt, dann fährt man nur in der Gruppe gemeinsam. Die Fahrbahn war hier in der Kurve ein bisschen feucht und da muss man natürlich gucken, wie man fährt. Manchmal ist es dann halt nicht die Ideallinie und dann ja, kann es auch sein, dass mal so ein Dreher mit reinrutscht. Während die anderen nochmal gefahren sind, habe ich mich so ein bisschen umgeschaut. Hier die Toiletten fand ich auch irgendwie toll gestaltet. Mit einem rosa Helm für die Damen und einem blauen Helm für die Herren. Dort bin ich dann auch diesem Hund begegnet, der sich da bei der Kartbahn wie zu Hause fühlt. Das hier ist die Boxengasse bei der Kartbahn und wenn ich da mal so reingucke, dann habe ich da ein besonderes Kart entdeckt, nämlich in Deutschlandfarben, was mich daran erinnert, dass es gerade einen deutschstämmigen Paraguayer gibt, Joshua Dürksen, der ist 19 Jahre alt. Und der fährt gerade in der Formel 3 und ist da, glaube ich, nicht unerfolgreich. Mal gucken, ob wir irgendwann mal Paraguay dort auf dem Treppchen sehen. Hier zwischen den Schraubern hat der Hund sich das gemütlich gemacht. Der fühlt sich hier wie zu Hause. Und hier hat sich auch jemand ein Zuhause eingerichtet in einer Box mit Sofa, mit Regal und mit Fernseher. Der Hund hier, der lässt sich absolut nicht aus der Ruhe bringen. Also, wie es in Paraguay so üblich ist, ist man ganz gelassen. Nur in einem Moment war es dann nicht der Fall, als die Katze der Kartbahn vorbeikam. Der Klügere gibt nach und das war dann in diesem Fall die Katze. Nein, dieses Foto habe ich nicht gemacht, um mich an schönen Männerbeinen zu ergötzen, sondern um euch zu zeigen, dass hier auch Feuerlöscher bereitstehen für den Fall der Fälle. Diese Kartbahn wird genutzt vom Karting Club Paraguayo und von der Asociación de Moto Velocidad del Paraguay. Wie kommst du dahin zu dieser Kartbahn? Wenn du von dem Kreisel kommst, der vor dem Flughafen ist, dann fährst du die Straße weiter, biegst rechts ab auf Autopista New Guasu und dort gibt es einen sehr unscheinbaren Feldweg noch vor dem Olympischen Zentrum, um den rechts reinzufahren. Da steht auch ein ganz kleines Schild bezüglich der Kartbahn. Und da musst du reinfahren. Wenn du daran vorbeigefahren bist, dann kannst du nur einen ganz großen Umweg fahren, um wieder an diese Stelle zu kommen, um reinzufahren. Ja, noch ein Wort von meiner Seite. Die Kurve hinter mir hier, ja, das ist die Kurve vor Start-Ziel. Bremst dann nicht zu spät. Die Kurve ist enger, als sie aussieht. Der Dreher hat mich den Sieg gekostet. Verdammt. Wir sehen uns hier auf der Kartbahn. Ciao, ciao. Auswandern leicht gemacht. Der Masterplan für dein neues Leben. Egal in welches Land du auswanderst, dieses Buch bereitet dich optimal vor, damit du keine wesentlichen Fehler machst. Darin sind Checklisten, Lifehacks und Musterbriefe zu finden. Den Bestelllink findest du unter diesem Video in der Videobeschreibung. Tschüss und bis zum nächsten Mal!
PS, diese Dekoration findet man bei dem Parkplatz vor der Kartbahn. Rundherum sind die kleinen Reifen, die abgenutzten Reifen von den Karts. Und rund um den Baum ist ein normaler Autoreifen. Und der muss da schon eine ganze Weile sein, weil jetzt würde man den gar nicht mehr um den Baumstamm drumherum gestülpt kriegen.